Es geht ja, wie der Titel schon sagt, um eine Frau ohne Schatten. Und nach dem psychoanalytischen Jahrhundert kann man ja sehen, dass C.G. Jung diesen Begriff ja sogar thematisiert hat. Das heißt, jeder Mensch soll sich mit seinem Schatten auseinandersetzen, ihn integrieren, seine negativen Seite, seine Triebseite, was alles noch dazu kommt, um ein vollwertiger Mensch zu sein. Also sozusagen auch in den Dreck zu greifen, ja, um dann geläutert daraus hervorzugehen. Und um nichts anderes geht es in diesem Stück, solche Durchgänge. Zeitsprünge in der Vorstellung. Das heißt, wir spielen manchmal auch in Gegenwart, manchmal aber auch in der Vergangenheit. Also das ist ein permanenter Hin und Her. Manchmal haben wir sehr surreale Orte und auch die Kostüme werden nicht über eine Zeit sprechen, sondern werden über mehrere Zeiten mal kommunizieren. Es ist vielleicht die größte Spannung zwischen einem Riesenorchester und kammermusikalischen Inseln dazwischen. Also es gibt teilweise Stellen, wo nur zwei Musiker spielen und das in diesem Riesenorchester. Dann gibt es Zwischenspiele, wo alles förmlich explodiert. Wir haben hier auch ein Beispiel wilhelminischen Kunstdenkens. Ja, also es ist irgendwie das untergehende Kaiserreich, was sich da auch selbst noch präsentiert im Klang und in den technischen Ausmaßen. Es ist so ein bisschen ein Krupp-Zeitalter. Ich habe diese Oper angesetzt, weil ich wusste, dass sie das Haus, positiv gesprochen, an seine Grenzen bringen würde. So ist es auch. Die Technik leistet da Ungeheuerliches, die Werkstätten, so fängt es ja schon einmal an, diese gewaltigen Bühnenbildentwürfe von Frau Scheele zu realisieren. Dann brauchen sie eine Sängerbesetzung, die sie eigentlich an jedem großen Haus dieser Welt einsetzen können. Es ist in jedem Belang das Äußerste, was wir leisten können.